24 Tage, 24 Experimente. Viel Vergnügen dabei. Guten Tag. Vielleicht kennt noch der eine oder andere von euch den Werbespruch der Firma De Beers: Ein Diamant ist unvergänglich. Dieser Behauptung werde ich im folgenden Experiment auf den Grund gehen. Dazu benötige ich diese Apparatur. Im Reaktionsrohr befindet sich bereits der kleine Diamant, der mittels eines Bunsenbrenners erhitzt werden soll. Da bekanntlich Sauerstoff einen möglichen Verbrennungsvorgang unterstützt, wird durch den linken roten Schlauch Sauerstoff eingeleitet. Damit ich sehen kann, wie stark ich den Sauerstoffstrom eingeriegelt habe, befindet sich rechts vom Reaktionsrohr noch eine Waschflasche mit einer farblosen Flüssigkeit. Um welche Flüssigkeit es sich dabei handelt, werde ich später noch erläutern. So, und jetzt lege ich los. Zunächst regle ich den Sauerstoffstrom ein. Nun entzünde ich den Bunsenbrenner und erhitze den Diamanten. Nach circa einer halben Minute fängt der Diamant an zu glühen. Und wenn ich weiter erhitze, dann fängt er sogar an zu brennen. Nun kann ich den Bunsenbrenner wegnehmen und trotzdem brennt der Diamant weiter. Das zeigt, dass eine exotherme chemische Reaktion abläuft. Nach einiger Zeit wird der Diamant immer kleiner und kleiner, bis er schließlich vollständig verschwunden ist. Nur was ist aus ihm entstanden, beziehungsweise woraus besteht ein Diamant überhaupt? Wie ihr erkennen könnt, ist die zuvor klare Flüssigkeit milchig trüb geworden. Dies liefert uns den entscheidenden Hinweis. Ich hatte nämlich Kalkwasser in die Waschflasche gefüllt, aus der nun Kalk ausgefallen ist. Damit habe ich gezeigt, dass bei der Verbrennung von Diamant Kohlenstoffdioxid entstanden ist. Diamant, ebenso wie Graphit, also aus Kohlenstoffatomen besteht. Von wegen unvergänglich. 24 Tage, 24 Experimente.